Giordignano gehört mit seinen 1.900 Einwohnern zum Gemeindeverband Ostländer und befindet sich im Salento auf der westlichen Küste der Lecce-Provinz, wenige Kilometer von Otranto entfernt. Die Gemeinde von Giordignano wird sinnvollerweise Italiens megalithischer Garten genannt. Sie bewahrt ein sehr wichtiges historisches Erbe auf. Zahlreiche Dolmen und Menhire, die bis zur Bronzezeit zurückgehen, verzieren die felsige Landschaft. Das Gebiet behaltet noch heute die alten Überresten der landwirtschaftlichen Gemeinschaft des Salentos und gerade das Land bietet die Beweise der blühenden Agrarindustrie an. Es ist noch heute üppig mit seinen sehr gut gepflegten Olivenhainen und mit seinen traditionellen ländlichen Steinhäusern sowie die sogenannten Bajare und die Trockenmauerwerke, die die umliegende Landschaft verzieren und begrenzen. Man riecht und man spürt auf den grünenden Ländern die Brise des Kanals von Otranto, wo die Olivenbäume blühend ziehen und sich in breiten Wäldern im gesamten umgebenden Gebiet abzweigen. Jahrhundertelang hat die Ölproduktion die Wirtschaft von Giordignano gestützt und noch heute nimmt das von den Oliven dieses Ort gewonnenen Öl die erste Stelle im salentinischen Agrar- und Ernährungssektor, besonders für seine Echtheit und Erlesenheit an. Die vielen Länder und der Überfluss ihrer Früchte tritt in der traditionellen Küche von Giordignano wieder auf. Das kann man in den Restaurants der alten Ortsmitte probieren. Die typische Küche spielt ihre Hauptrolle auf den berühmten Tischen Heiligen Josefs nach einer alten Gewohnheit des Gebiets von Otranto. Jedes Jahr am 19. März, anlässlich des Festtages des Schutzpatrons, trägt die Gemeinschaft von Giordignano einige Tische mit zahlreichen wohlschmeckenden und unverfälschten typischen Gerichten des Orts auf und die gesamte Gemeinschaft nimmt daran teil. Ursprünglich stellten die Tische Heiligen Josefs ein Moment christlicher Gemeinsamkeit, im Zeichen des geselligen Empfangs und der Barmherzigkeit gegenüber den Bedürftigsten dar. Die Anthropisierung des Gebiets geht zu den sehr alten Zeiten zurück. Obwohl die ersten Quellen über Giordignano im Laufe der Herrschaft der Normannen und der Schwaben bewiesen sind, als das Lehen von Tancredi von Altavilla Niccolò aus Noa gewähren wurde. Die Geschichte der Gemeinschaft von Giordignano tritt wieder auf, wenn man unter den kleinen Gassen der Ortsmitte spaziert. Hier entdeckt man den Zauber der salentinischen Glaubwürdigkeit wieder. Man starrt für die warmen Farben der Gebäude an, die sich mit dem strahlenden Himmel mischen. Verschiedene Gebäude der Ortsmitte beweisen die stürmische Vergangenheit des Salentos, das mehrmals von den türkisch-osmanischen Angriffen geschlagen wurde. Es ist der Fall von dem Palazzo Villet, Gebäude reich an Türmen, das aus dem 16. Jahrhundert stammt und von dem mächtigen Portal mit Bossenwerken kennzeichnet ist. In Giordignano zeigt sich die Geschichte dem Besucher mit wunderschönen historisch-künstlerischen Schnörkeln, die die wichtige Vergangenheit beweisen, die von der italienisch-griechischen Kultur und von der noch heute in der Gemeinschaft sehr gegenwärtigen religiösen Tradition triefend ist. Wenn man Giordignano besucht, scheint es, als ob man in den Garten des salentinischen Gedenkens spaziert. Man bemerkt dennoch eine große Aufmerksamkeit für den Empfang der Touristen und für die Valorisierung der Kultur.
Das Herz der Ortsmitte von Giordignano ist von der Pfarrkirche des Orts und von dem Baronenpalazzo charakterisiert. Verschiedene Häuser und Adelssitze umgeben den Rathausplatz, wo der barocke Helm Heiligen Rochus hervorsticht, der 1772 in der Mitte der Ortschaft von der Gemeinschaft von Giordignano errichtet wurde, um den Schutzpatron zu ehren. Die Sträßchen der Ortsmitte biegen um den Platz ab, wo auch die Hauptstraße des Orts zusammenlaufen. Die Physiognomie der städtischen Architektur von Giordignano ist von der Anwesenheit von Häusern mit einem einzigen Stock gekennzeichnet. Man kann auch wichtige Adelshäuser finden, die die Erneuerung des Gebäudebestands und des Wirtschaftswachstums des 18. Jahrhunderts beweisen. Der Platz ist von der Fassade der Pfarrkirche beherrscht, die im Laufe des 18. Jahrhunderts errichtet wurde. Die drei Statuen auf dem Eingangsportal stellen der Christus zusammen mit den Propheten Elias und Mose während der Verklärung Christi dar. Daraus stammt der Name der Pfarrkirche von Giordignano. Auf den Seitennischen sind die Bildnisse der zwei Bischöfe der Kirchen Heiligen Augustinus und Heiligen Ambrosius sichtbar. Das gesamte Gebäude hat eine kreuzförmige Basis. Man bemerkt die üppigen Stuckarbeiten und die leuchtenden Pigmente, die das religiöse Gebäude preisen und verzieren. Wenige Minuten von der Ortsmitte entfernt ist es möglich, den typischen sogenannten Trapitello des Herzogs zu bewundern, unterirdische Ölmühle, die im Jahr 1508 errichtet wurde und bis zu den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts funktionsfähig war. Im Inneren gibt es die ursprünglichen Ausrüstungen, die in der Vergangenheit für die Ölproduktion verwendet wurden. Das Öl symbolisiert die feudale Wirtschaft des Salentos. In den Nischen, die entlang die Wände sichtbar sind, wurden einst die Oliven, die von den höher gestellten Öffnungen fielen, gesammelt. In den typischen Wannen aus Stein wurden die Früchte aufbewahrt oder vor der Olivenpressung unterteilt. Wenn man die Ölmühle besichtigt, hat man das Gefühl, die Geräusche dieses alten Gebäudes zu hören. Die Befehle des sogenannten Nagiro, die Stimmen der Arbeiter, das Gewieher der Tiere und das Kreischen der Geräte. Der Baronenpalazzo von Giordignano symbolisiert das Erbe der architektonischen Macht der Familie Alfarano Capece, Herren des Orts vom 18. Jahrhundert bis zur Zersetzung des Feudalsystems. Er befindet sich auf der südlichen Seite des bewohnten Gebiets und man tritt durch ein typisches Portal aus Bossenwerk ein, das sich auf dem Rathausplatz im Herzen der Ortschaft befindet. Die Geschichte des Gebäudes beginnt im 15. Jahrhundert, als auf der südöstlichen Seite ein Turm aus dem 14. Jahrhundert entstand. Nach den tragischen Ereignissen des Jahres 1480
Als Folge der türkisch-osmanischen Angriffe von Otranto und von den Lehen der Umgebung wurde das Gebäude merklich verändert, um am besten die Ortschaft zu verteidigen. Im 17. Jahrhundert hatte sie keine militärische Funktion mehr und wurde ein Adelssitz, wie die meisten Festungen des Landes von Otranto. In dieser Zeit wurde der imposante Eingang gebaut, der von einem graziösen Tonnengewölbe mit Lünetten verziert wurde. Die Familie Alfarano Capece erweiterte dann das Gebäude und fügte wichtige elegante Elemente hinzu, wie zum Beispiel die Galerie des Palazzos, von vielen vor kurzem fein bearbeiteten Fresken geschmückt. Ein wunderschöner Balkon, Symbol des Reichtums der Familie, verziert dennoch die Außenseite. Der Palazzo gehört zu den vom SAC Porta d'Oriente valorisierten Guten. Er wurde kürzlich dank der Gemeinde umstrukturiert und erzählt uns heute einen wichtigen Teil der Geschichte von Giordignano. Reich und vielfältig sind in Giordignano die Beweise der italienisch-griechischen-salentinischen Welt. Diese Kultur hat jahrhundertelang die künstlerische, sprachliche und religiöse Kultur des Landes von Otranto beeinflusst. Das Erbe des östlichen Mönchstums wird in der Abtei Le Cento Porte, die 100 Türe, deutlich, die sich auf dem Land von Giordignano befindet. Die Resten stammen aus dem Hochmittelalter und sind auf eine italienisch-griechische mönchische Gründung zurückführbar, die laut einiger Historiker zum 5. 6. Jahrhundert zurückgeht. Das Gebäude wurde im Laufe der Zeit mehrmals verändert, besonders während der Herrschaft der Normannen. Die Kirche wurde laut der Tradition den Heiligen Cosma und Damian gewidmet. Das kann man auch dank der Anwesenheit zwei Fresken der zwei Heiligen bemerken, sowie der Erzbischof von Otranto während eines seelsorgerischen Besuches im Jahr 1608 bezeugte. Ein anderes Juwel des kulturellen Erbes von Giordignano ist die Krypta Heiligen Salvators, in den Tuffsteinen der südlichen Peripherie der Ortsmitte gehauen. Es handelt sich um ein byzantinisches religiöses Gebäude, das sich im Untergrund entwickelt. Es hat drei Kirchenschiffe und drei Apsis, die vermutlich aus dem 8. Jahrhundert stammen. Im Inneren kann man verschiedene Teile von Fresken bewundern, die einst die Wände der Kirche verzierten. Bemerkenswert sind die Gewölbe, die im Felsen gehauen wurden und sehr faszinierend sind. Die Krypta Heiligen Pauls scheint die Welt der Megalithen mit der religiösen Frömmigkeit von Giordignano zu verbinden. Sie wurde in den Felsen des gleichnamigen Menhirs gehauen und zeigte im Fresko Heiligen Pauls. Der Heilige wurde gegen den Biss giftiger Tiere angefleht. Nicht zufällig wird das Bild des Apostels neben einer Spinne gestellt, die ihr Spinnennetz spinnt.
Das beweist auch die starke Verbindung Heiligen Pauls mit dem typischen Phänomen des Tarantismus. Die Gemeinde von Giordignano ist in der kulturellen und touristischen Welt Apuliens wie der megalithische Garten Italiens bekannt. Nicht zufällig ist das Gebiet von Giordignano reich an Menhire und Dolmen, die aus der Eisenzeit stammen und sowohl in dem gewohnten Gebiet als auch auf dem umliegenden Land sichtbar sind. Die Gemeinde hat verschiedene Touren für die Valorisierung des megalithischen Erben gefördert. Interessant ist die Route, die als Anfangsstation die zwei Zwillinge Menhire auf der kleinen Platz Vigo Nuovo vorschlägt. Der erste Menhir ist 2,50 Meter hoch und ist von einem achteckigen Schaf charakterisiert. Der andere ist 2,40 Meter hoch und hat eine viereckige Basis. In der Nähe vom Trapitello des Herzogs kann man weitergehen, um den sogenannten wunderschönen Menhir der Nähe 1 zu finden. Er wurde so genannt, weil es früher ein Haus gab. Der Menhir ist über 3 Meter hoch und wurde sehr vermutlich in den vergangenen Jahrhunderten christianisiert und als Osiana verwendet. Im selben Gebiet findet man auch der Menhir der Nähe 2, der von seiner felsigen Basis gekennzeichnet ist und über 4,50 Meter hoch ist. Wenn man noch in das Umland weitergeht, findet man den Dolmen 4 Mühlsteine oder Festa Dolmen, der zwischen Giordignano und Giugianello liegt. Von Pasquale Maggiulli im Jahr 1893 herausgefunden, ist der Denkmal über 1 Meter hoch, 2,60 Meter breit und 1,80 Meter tief. Zwischen Licht und Dunkelheit ist es suggestiv, die megalithische Route nach Sonnenuntergang zurückzulegen, denn die Strecke ist gut beleuchtet. Die megalithische Szenerie ist bezaubernd und beschwört eine geheimnisvolle und faszinierende Gemeinschaft herauf. Ein Volk, das besondere technologische Kenntnisse und eine angemessene Gesellschaftsordnung hatte, die erlaubte, solche imposante Denkmäler zu bauen.